Leute, nun trifft das ein, was tatsächlich viele erwartet haben. Und das wird den Hype um XDefiant natürlich noch ein Stück weit schmälern, was ich verstehen kann, aber dennoch schade finde. Mark Rubin hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Am 11. September gab es den ersten Post, wo er darüber spricht, dass sie versuchen, September als Deadline immer noch einzuhalten. Ansonsten wird es Anfang Mitte Oktober. Und jetzt wird es offiziell bestätigt, dass die Deadline leider nicht eingehalten werden kann. Er erklärt, warum, was ich verständlich finde. Es gibt nach wie vor immer noch Probleme und diese Probleme müssen behoben werden, schreibt er, bevor das Spiel den Fans ausgeliefert wird. Das geht einfach nach hinten los, sind wir ehrlich. Ich bin nach wie vor der Meinung, lieber ein Spiel rausbringen, wenn es nahezu perfekt ist, das wird sowieso nicht funktionieren, als dass wir dem Druck der Community nachgeben, das Spiel vielleicht zu früh rausballern. Und dann läuft es alles andere als gut. Das ist meine Meinung. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ich habe es doch gesagt. Natürlich könnte man sich das fast denken. Viele schreiben auch, dass der Hype um das Spiel schon lange vorbei ist, weil sich wieder alles verzögert. Da es aber nie einen wirklich offiziellen Release gab, finde ich es nicht sehr, ganz so dramatisch. Natürlich hieß es Ende des Sommers, also bis jetzt quasi, eigentlich wäre jetzt so heute, morgen, übermorgen, keine Ahnung, so die Deadline, wo es heißt, jetzt müsste das Spiel rauskommen, weil dann ist der Sommer offiziell vorbei. Leider ist dem nicht so. Ich bin nach wie vor trotzdem relativ entspannt. Das Spiel kommt, wenn es kommt. Und sind wir ehrlich, nur weil der Release vielleicht nochmal um ein paar Wochen verschoben wird und jeder sagt, dass der Hype vorbei ist. Wir werden es trotzdem alle spielen. Jeder, der auf das Spiel gewartet hat, wird es trotzdem spielen. Egal wie groß man da raushaut. Ja, dann werde ich es nicht spielen. Hype ist vorbei. COD, keine Ahnung, bla bla bla. Meine Meinung, ihr werdet sowieso spielen. Also alle, die sich das Video angucken, interessieren sich ja scheinbar fürs Spiel. Also sind wir alle mal ehrlich, es ist ein kostenloses Spiel. Ihr werdet zocken. Ihr werdet keine 60 Euro sinnlos ausgeben müssen. Das dazu, das ist, meine ich jetzt auf jeden Fall nicht böse, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen assi rüberkommt. Aber ich für mich sage, bitte das Spiel von mir aus ein paar Wochen später, von mir aus ein paar Monate später, Hauptsache es läuft. Ungünstig wäre es natürlich nur, wenn es sich so weit verschiebt, wenn dann Call of Duty Modern Warfare 3 rauskommt und das relativ zeitgleich, dann könnte das fürs Konkurrenzdenken doch ein bisschen schwierig für XDefiant werden. Aber ansonsten sage ich mir, lieber ein kostenloses als wieder, wie in den letzten vielen Jahren, ein COD, wo du wieder 60, 70 Euro rausgeballert hast und nach 3 Wochen sagst, Leute, das reicht. Also Leute, ich bin natürlich gespannt und ich bin mir sicher, was ich alles in den Kommentaren lesen werde. Ich verstehe es natürlich so ein Stück weit, aber kommt schon. Es wird trotzdem geil, wenn es rauskommt. Also, bis die Tage, haut rein, ciao.